Und die saßen da alle, haben mir zugehört, überhaupt keinen Verdacht geschöpft. Und das Witzige war, wir haben das bis heute nicht aufgeklärt, dass wir sie verarscht haben. Eigentlich war die komplette Präsentation für den Müll. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jump League hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal eine schon witzige Real-Life-Story, die ich mit meiner Abschlussklasse, also in meiner letzten Schule, an der Oberschule halt, durchgezogen habe. Und zwar war das, glaube ich, in der 9. Klasse, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war die 9. Klasse. Das war halt vor Weihnachten im Dezember noch. Und wir hatten halt in Kunst und Geschichte dieselbe Lehrerin. Und zwar jetzt keine, die jetzt unbedingt darauf tendiert hat, wir müssen jetzt Unterricht machen, egal ob die halbe Klasse fehlt, weil die für die Weihnachtsschulaufführung da probt. Es war auf jeden Fall eine sehr lockere Lehrerin und das Geile daran war, dass sie sich was überlebt hat. Habe ich gerade überlebt gesagt? Sie hat sich was überlegt. Und zwar dachte sich der Rest der Klasse, der nicht zum Proben war für diese Weihnachtsausführung, der könnte ja was im Informatikraum machen. Und damit, so ein kleines Programm machen, halt nebensächlich halt von der normalen Aufführung, die ja in der Aula da geprobt haben. Ja, ich bin hier wieder richtig krass, aber ich bin schon beim 6. Da habe ich, finde ich, schon mal etwas geschafft. Und zwar hat der Rest halt der Klasse integriert mit mir etwas für den Rest der Klasse, die beim Proben waren, vorbereitet. Und zwar sind wir dann in den Informatikraum gegangen und jeder hatte so eine Aufgabe, die er so machen sollte. Zum Beispiel irgendwelche, ich weiß inzwischen schon gar nicht mehr, was der Rest gemacht hat. Aber ich sollte eine PowerPoint-Präsentation machen mit kulinarischen Gerichten. Dachte ich mir, ja, kann ich machen. Erster Schritt, den ich gemacht habe, ich habe gegoogelt, was heißt kulinarisch. Ich weiß bis heute nicht wirklich, weil das habe ich inzwischen auch schon wieder vergessen. Irgendwas, glaube ich, wird international oder so, was weiß ich. Und ja, Alter, ich verkacke die ganze Zeit beim ersten Sprung. Auf jeden Fall sollte ich dann kulinarische Gerichte machen. Und wir sollten ein bisschen so, ja, ich sag mal, Fallen einbauen. Also zum Beispiel Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben und einfach nur dumm sind. Und ja, das habe ich dann auch in meinem Vortrag gemacht zum kulinarischen Essen. Die PowerPoint habe ich, ich habe sie nicht mehr. Aber das war trotzdem sehr witzig. Und zwar habe ich dann erstmal das Hintergrundbild aus der Fortnite Season 7 Winterbild genommen. Einer meiner Schulkameraden ist aufgefallen. Das war schon ein bisschen der erste Gag, aber es war noch nicht so auffällig. Ist aber trotzdem schon aufgeflogen, aber das hat jetzt soweit niemanden gestört. Und ja, dann habe ich mir halt verschiedene Länder rausgesucht, zu denen ich ja kulinarisches Essen vorstellen wollte. Und habe ich irgendwelche Länder genommen. Es war mir auch eigentlich relativ egal, welche Länder ich mir genommen habe, weil ich da eh nur Scheiße hingeschrieben habe. Und jetzt kommt die eigentliche Verarsche. Abgesehen davon, dass ich wieder richtig schlecht hier bin. Und zwar habe ich mir dann halt bei diesen Ländern, die ich mir da rausgesucht habe, irgendein Mist hingeschrieben. Zum Beispiel, dass man in irgendeinem Land zu Weihnachten nur Zuckerstangen isst. Im anderen irgendwelche Sommermuffins und in irgendeinem anderen Land hat man dann gar nichts gegessen. Dann hatte ich, glaube ich, auch noch Kartoffelsalat und Würstchen. Das war aber nicht Deutschland, das war irgendein anderes Land, wo es überhaupt nicht dazu gepasst hat. Und die saßen da alle, haben mir zugehört, überhaupt keinen Verdacht geschöpft. Und das Witzige war, wir haben das bis heute nicht aufgeklärt, dass wir sie verarscht haben.
Es kam aber auch niemanden irgendwie merkwürdig vor, was ich da für einen Quark gelabert habe. Manche haben sich gedacht, ich muss auch ein bisschen ernst bleiben. Aber das fiel mir überhaupt nicht mal so schwierig, weil ich dachte, ja, ist eine Verarsche, klären wir dann eh auf. Bisschen unangenehm war es mir auch. Aber zudem, wir klären es später auf, kam es nie. Wir haben bis heute nicht irgendeinem gesagt, dass das, was wir da gemacht haben, dass wir die ja komplett verarscht haben. Und es haben ja nicht alle nur Mist da vorgestellt. Es haben ja auch manche, glaube ich, irgendwelche Bastel-Weihnachtssachen da halt gezeigt. Da konnte man halt schwierig was reinbauen. Aber ich war halt so der was da ein paar Scherze reingebaut hat. Eigentlich war die komplette Präsentation für den Müll. Da war überhaupt nichts Brauchbares dabei, was irgendwie der Wahrheit entsprechend tut. Aber falls ihr an Weihnachten nur Zuckerstangen esst, könnt ihr euch ja gerne mal in den Kommentaren melden. Es kann gut sein, dass irgendjemand es ausgeplappert hat an seine Freunde. Aber soweit ich mitbekommen habe, hat da eigentlich nie irgendjemand wem gesagt, dass das, diese ganze Präsentation, was wir da gemacht haben, wir die einfach nur verarscht haben und die saßen da, haben sich das angehört und angeguckt und haben das alles schön geglaubt. Und ob ich auf die Idee kam, das aufzulösen, ja, hab ich's gemacht. Nein. Vielleicht sehen dieses Video hier ja auch ein paar aus meiner Klasse, weiß man ja nicht. Aber jetzt wisst ihr ja, dass wir euch verarscht haben und ja, ihr das einfach alles abgekauft habt. Ach, das war schon schön. Vor allem, ich habe das so präsentiert und dachte mir, das muss jemanden auffallen. Das können die nicht glauben, dass das, was ich hier sage, ernst meine und richtig ist. Ich stand da vorne und habe mir gedacht, das fällt sofort jeden Moment auf. Jeden Moment muss es auffallen, dass ich hier nur Blödsinn laber. Aber es ist einfach niemand aufgefallen und das fand ich so ein bisschen komisch. Weil ich dachte, so blöd kann man doch nicht sein und mir den jeden Scheiß abkaufen. Aber vielleicht war der Gesamt-IQ meiner Klasse doch niedriger als erwartet. Oder ich bin ein sehr überzeugender Mensch. Das kann durchaus auch sein. Ach, da vorne rennt da, den hole ich mir jetzt. So ein Lausebengel, rennt der einfach vor mir weg. Hallo, na? Na? Na, willst du mein Schwert küssen? Oh, der hat sogar zwei Mal das ausgehalten. So, ja, wo bist du hier? Komm, wir geben uns noch ein richtig krasses Battle ab. Und dann, ja, ich mach dich noch kurz alle. Und dann haben wir auch damit auch die Runde gewonnen nach einem schönen Schülerstreich vor fast 2 Jahren sogar schon. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.